ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Ja, heute habe ich euch wieder mitgenommen in meine Küche. In einem der letzten Videos habe ich euch ja etwas zur Casia Fistula erzählt. Wir hatten uns ja kurzfristig dazu entschlossen, eine Fastenwoche einzulegen. Ich verlinke euch das Video auch gerne hier in der Infobox. Und da ging es um die Darmreinigung bei der Casia Fistula. Und jetzt so nach dieser Fastenwoche haben wir uns dazu entschlossen, noch ein paar Tage doch rohköstlich zu leben. Und da habe ich gestern eine mega leckere Blumenkohlsuppe kreiert. Es gibt kein Rezept dazu. Ich wusste auch nicht, dass es so lecker schmeckt. Ich halte es hier mal in die Kamera, damit du das mal so ein bisschen sehen kannst. Mit frischen Brokkolisprossen. Und da sie so lecker war, habe ich gedacht, das teile ich doch gerne mit euch. Es geht alles super schnell, super einfach und ja, man hat quasi in 2 Minuten schon gekocht. Und was mich da immer auch so begeistert, wenn man da so einen Teller Suppe isst, dann ist man nicht nur total gesättigt, sondern man fühlt sich einfach auch total genährt. Also es tut einfach nur irgendwie gut. Auch wenn ich jetzt so davon schwärme, schaffe ich es ansonsten ja doch immer noch nicht 100% rohköstlich zu leben. Möchte ich auch im Moment nicht, aber ich komme trotzdem ins Schwärmen, wenn ich dann so ja, nach dieser Saftfastenwoche hier nichts gegessen habe, nur frisch gepresste Gemüse und Obstsäfte getrunken habe und dann jetzt noch so 2 Tage etwa nur Rohkost essen, ist einfach genial. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, was ich dazu verwendet habe, beziehungsweise was ihr dazu braucht. Was man auf jeden Fall braucht, ist ein Standmixer, so ein Blender hier. Oder eben einen guten Stabmixer. Also ohne das geht es kaum. Und für 4 Personen habe ich, da ich kein Rezept habe, ich zeige es dir jetzt einfach mal hier, so einen halben Blumenkohl genommen. Dann hast du so ein bisschen ein Verhältnis von der Größenordnung her. Also das reicht vollkommen für 4 Personen. Und ich habe eine Avocado genommen. Den Blumenkohl zerkleinert, grob zerkleinert, Avocado aufgeschnitten, einfach alles ins Mixgefäß hier rein. Dann habe ich gewürzt mit Gemüsebrühe. Gemüsebrühe mache ich auch immer selber. Und zwar nehme ich mir da immer einfach einen Bund Suppengemüse, mache das auch in grobe Stücke hier in den Blender, auf 100 Gramm oder 1 Kilogramm Suppengemüse, etwa 100 Gramm Salz. Ich nehme da immer Himalaya-Salz und das einfach mixen, ein ganz klein bisschen Wasser unten rein und dann so mit einem Stößer drauf. Und dann hat man selbstgemachte Gemüsebrühe. Ich fülle das dann immer in kleinere Gläser ab und habe das dann im Keller stehen, ein Glas immer oben im Kühlschrank und das hält sich ja dann, durch das Salz ist das konserviert. Also Gemüsebrühe, da musst du einfach nehmen, deine Gemüsebrühe, was du da verwendest, je nach Geschmack und Würze. Salz habe ich hier jetzt zusätzlich natürlich nichts mehr dran, weil da in dieser Gemüsebrühe ja schon genügend Salz drin ist. Ansonsten ein bisschen Pfeffer. Was ich auch noch dazu gemacht habe, damit es so ein bisschen einen asiatischen Geschmack bekommt, ist Curry. Und das hat natürlich auch ein bisschen die Schärfe gegeben. Dann hier so ein Schälchen Erdnüsse. Und Gewürze, die ich jetzt einfach noch so als Wintervorrat habe. Wenn du das nicht hast, musst du auch nicht extra um die Ecke losgehen und das kaufen, weil das ist im Bioladen doch sehr, sehr hochpreisig. Aber vielleicht ist es ja jetzt eine Inspiration, dieses Jahr dir auch Wintervorrat zuzulegen. Und zwar habe ich genommen Hagebuttenpulver. Ich zeige es ja mal in die Kamera. Ich trockne jedes Jahr im Herbst halt Hagebutten in recht großen Mengen. Mach die dann auch in diesen Blender rein und dann werden die Kerne getrennt von der Schale quasi. Schale und Inhalt dieses Mousse, das wird dann quasi zu Pulver, muss allerdings alles gut durchgetrocknet sein. Habe ich auch mal ein Video zugemacht, verlinke ich euch oben in der Box. Und ja, das ist eben das Pulver dann eben. Das kommt bei uns auch in den Salat rein, in den Smoothie und jetzt eben auch in die Suppe. Und dann habe ich noch dazu gemacht Brennnesselsamen. Den sammle ich ja auch im Herbst in großen Mengen, dass wir immer einige große Gläser so als Wintervorrat haben. Auch da gibt es ein Video zu, verlinke ich euch auch. Und Bärlauchpulver. Da hatte ich, glaube ich, auch ein Video gemacht zu. Werde ich euch dann auch eben verlinken. Aber wenn du das nicht hast,
Wie gesagt, das ist doch sehr hochpreisig, wenn man sich das kauft in Bio-Qualität. Lass es einfach weg. Ja, und dann kommt alles einfach in den Mixer. Wasser, ich kann es dir jetzt nicht sagen, wie viel Wasser ich dazu gemacht habe. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie cremig du die Suppe haben möchtest. Mach lieber mal ein bisschen weniger Wasser, auffüllen kannst du dann immer noch. Kleiner Nachklapp noch, was ich vergessen habe, eben zu erwähnen, neben dem Wasser, ich habe noch eine halbe Dose Kokosmilch dran gemacht. Das gibt auch nochmal so ein bisschen eine cremige Konsistenz. Ich bin auch so ein bisschen ein Fan in der letzten Zeit von Kokosmilch geworden und ja, entsprechend halbe Dose Kokosmilch. Wenn du es super gerne magst, kann man sicherlich auch eine ganze Dose dran machen, aber ich habe halb Kokosmilch und eine halbe Dose und dann eben mit Wasser aufgefüllt. Ja, als Topping obendrauf, das habe ich dir ja eben schon mal gezeigt hier, was man da obendrauf sieht, das sind Brokkolisprossen. Die habe ich ja in diesem Glas hier mir gezüchtet, also über den Winter haben wir immer, fast immer, ein Vorrat an Sprossen verschiedenster Art, immer verschiedene Richtungen und diesmal waren es eben Brokkolisprossen und die gab es dann eben so als Topping obendrauf. Ja, super leckere Süppchen für 4 Personen, man kann immer zu zweit es eben dann auch 2 Tage dran essen und in quasi fast 2 Minuten hat man gekocht und hat eine super leckere Suppe, die einen nährt und die Zellen freuen sich. Okay, ja, ich hoffe, ich konnte dich vielleicht ein bisschen inspirieren. Vielleicht magst du es ja mal nachkochen, nachbereiten, nachzubereiten, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Dann, ja, gib mir doch gerne mal einen Kommentar hier im Kommentarfeld, würde mich freuen. Oder vielleicht hast du noch Fragen dazu. Ich werde auf jeden Fall dir auch antworten. Freue mich über den Austausch mit dir. Dann bedanke mich auch ganz herzlich für dein Dabeisein hier. Wünsche dir noch einen wundervollen Tag und guten Appetit bei deiner Blumenkohl-Cremesuppe vielleicht. Bis dahin, tschüss, deine Irmgard.